Kennt jemand von euch einen Spiegel, der nicht aus dem Märchenland stammt, euch aber allein vom Betrachten umwandelt? Dann bleibt hier dran. Ihr erfahrt mehr dazu. Und wenn ihr das Klopfen hört, denkt an den heiligen Josef. Wahrscheinlich war es in Nazareth nicht anders. Maximilian Kolbe, ein heldenhafter Priester, der sein Leben für einen anderen Gefangenen im KZ Auschwitz gab, war ein sehr großer Förderer der Marienweihe. Er gründete 1917 die Militia Immaculate, um die Weihe an die Mutter Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten. Pater Josef kennt er nicht, der von der Gestapo festgenommen und in Deutschland ins Gefängnis gesteckt wurde. Auch er hat im KZ seine Leiden für die marianische Bewegung aufgeopfert, die er initiiert hatte, genannt Schönstatt. Er spricht vom Liebesbund. Jakob Rehm greift zurück über die wunderbare Mutter auf die lang geübte Weise der Christen, sich ganz an die Mutter Gottes zu halten und mehr noch als nur an ihrer Hand, ja, in ihr Herz hinein sich zu vertiefen. Und wir dürfen gewiss sein, dass sie auch uns wiederum an die Hand nehmen. Und ihr Männer, wie denkt ihr, eine andere Maria werden? Ihr Frauen, ein anderer Josef werden? Männer und Frauen, wir brauchen in einer Welt, die von Verwirrung über Ehe und Familie geplagt ist, die Reflexion über Maria und Josef. Wir sind am zweiten Tag in der Vorbereitung der Weihe an den heiligen Josef. Ach, wir kennen das Weihnachten Maria, Josef, das Kindchen, alles schon da gewesen, gesehen, fertig. Aber ich darf euch sagen, wer beginnt, sich hier mit zu beschäftigen, kommt an kein Ende. Es lässt einen nicht mehr los. Und so wie wir öfters in den Spiegel schauen als nur ein einziges Mal, so werden wir auch hier uns immer wieder in die Betrachtung hinein begeben. Und was meint ihr, in welchen Spiegel hat der berühmte Heilige Wiens, Clemens Maria Hofbauer, geschaut? Er sagte selbst, dass er beim Heiligen Josef Zuflucht nahm. Die Litanei, wir wissen sie schon aus dem 16. Jahrhundert, wurde von unzähligen Heiligen gebetet. Sie ist der Spiegel, der uns ein Vorbild vor Augen stellt und zugleich die Nachahmung bewirkt. Hallo, das hat enorme Auswirkungen auf die Welt. Die Tugenden des heiligen Josef sind so stark, dass es mit meinen Worten auf uns abfärbt. Probiert das einmal aus. Die heilige Madeleine Sophie Barat schreibt, was tat er in seinem ganzen Leben anderes als Jesus zu betrachten, zu studieren und anzubeten, selbst inmitten seiner täglichen Arbeit. Schauen wir uns daher unser Vorbild an. Betet die Litanei zum heiligen Josef. Ich verlinke sie noch einmal auf dieser Seite unter den Beschreibungen. Das ist ein kleiner Pfeil, den ihr öffnen könnt für die Newcomer. Und ebenfalls bitte ich darum, zu teilen oder die Glocke dazulassen. Es geht mir wirklich darum,
dass die Wirkkraft des heiligen Josef in diesem Jahr besonders freigelegt auch genutzt wird. Gelobt sei Jesus Christus.